Hey und damit herzlich willkommen zum allerersten Spieltag der RCT Season 5 hier auf meinem Kanal. Ja, die Heimliga geht wieder los und wir haben uns natürlich was ganz Besonderes ausgedacht für unsere Heimliga. Also wir haben uns was ganz Besonderes gepickt. Ich habe jetzt keine Kadervorstellung in der gleichen hochgeladen. Aber ich denke, ich werde eventuell einen Paste mit allen Teammitgliedern reinhauen oder einen Link zu meinem Bild, Teamkartenbild. Und natürlich das Team für heute, weil heute geht's rein gegen den Sergeant Cesurio. Wird nicht einfach, weil das ist das schlechteste Matchup, das ich seit langem mal in der Draftliga wieder hatte. Also es ist wirklich Katastrophe in meinen Augen. Wir haben so richtig verrückte Sachen wie Schwertanz Explosions Schlurpleck. Wir haben Delegator Notsituation Spikes Serapendra. Sash Duraludon mit Stahlstrahl, glaube ich, war es. Den Tarnstein, Metallstoß auf jeden Fall. Und der Donnerwelle. Unser einziges gutes Mon ist unser Base verloren. Und ich merke gerade, ich habe da was vergessen. Und zwar müssen wir die Psychic nämlich drauf spielen. Psychic. Ich glaube, wir gehen auf den Flamethrower tatsächlich. Weil das fiel mir gerade noch so ein, als ich. Warte, ich logge mich mal ganz kurz aus. Ich bin im falschen Account drin. Fällt mir gerade so auf. So. Loggen wir uns rein. Super. So. Dann können wir ihn jetzt mal herausfordern. Also, das Einzige, was ich will, ist ein Kill. Ich bin ganz ehrlich. Das Matchup ist echt beschissen. Wirklich, wirklich, wirklich. Dann fordern wir ihn ja raus. Der Name ist zu lang. Moment. Schade. Dann mache ich das Machina raus. Diabolus X. So. Geht auch. So, jetzt fordern wir raus. Ist draußen. Schauen wir mal. Dann haben wir mal einen schönen Live-Kampf. Wie gesagt. Es ist wirklich kein gutes Match. Deswegen müssen wir hier ganz taktisch durchgehen und schauen, wie wir das am besten gewinnen. Das geht schon los. Okay, wir haben Megavino, Quajutsu, Xerox. Schreiben wir mal U2. Uiuiui. Mit was liegen wir, ist die Frage. Er könnte halt mit Donphan leaden. Wie viel machen wir denn auf Donphan? Mit Steel Beam. Oh, ja, wir töten es fast. Wie sehr sind mir die Rocks wichtig, ist die Frage. Ich glaube, ich lead tatsächlich wirklich mit dem. Er leadet mit Donphan. Die Sache ist, Donphan ist mein größtes Problem in diesem Team. Ich könnte mir vorstellen, dass er da. Ich steelbeam ihn einfach, weil ich will, dass Donphan so gut wie möglich runterhauen. Ich will es so gut wie möglich runterhauen. Weil ich nämlich ein Riesenproblem dagegen habe. Jetzt kann ich einmal. Na, wenn ich jetzt Metal Burst drücke. Ich Steel Beam drücke. Ich glaube, ich lege tatsächlich die Rocks. Ah, okay. Ja, dann muss ich ihn Steel Beamen. Hab keine andere Wahl. Okay, das größte Problem ist schon mal weg. Wir haben nicht 6-0 verloren. So, was sehe ich jetzt? Was sehe ich jetzt? Was ist jetzt das, was ich am besten machen kann? Wird tatsächlich, glaube ich, sogar mit Lendo oder mit Licky Licky. Ich glaube, Licky Licky ist tatsächlich kein Drawback. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit Togekiss vielleicht ankommt. Latios. Okay. Ich knocke. Das Latios. Ich glaube nicht, dass er mir da großartig was machen kann. Noch kann es keine. Oh, der ist heftig.
Geh auf den Schwertanz. Und jetzt nuke ich was. Irgendwas wird jetzt genuked. Nächster Kill. Puh. Okay. Und jetzt. Haben wir ein Problem. Nee, haben wir nicht unbedingt. Die Sache ist, Lando ist halt nicht so powerful, ne? Ich glaube, ich gehe tatsächlich Medicham. Ich glaube, Medicham kann uns nicht viel. Ich meine, Greninja kann uns, glaube ich, nicht töten. Es ist ein sehr kurzer Kampf auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. Greninja kann unser Medicham. Oh ja, Specs tötet uns, glaube ich. Was ist, wenn wir in Scolipede gehen? Alter. Specs ist jetzt kritisch. Aber was brauchen wir mit am wenigsten? Ich glaube, ich gehe tatsächlich in Outrun. Ja. Ich gehe auf den Sub. Geh weiter auf den Sub. Ich hab, glaube ich, die HP tatsächlich sogar verkackt. Jetzt endeavern wir. Das ist okay. Und jetzt. Ist das free? Greninja gegen Blaze Fallon. Ich glaube, ich gehe auf den Shadow Ball. Ja. Plus ein Special Attack. Greninja kommt. Ich glaube, ich sack tatsächlich sogar Raw Power. Okay, ist live up. Knock off. Mache ich jetzt einfach mal. Er weiß noch nicht, ob wir Scarf sind. Puh. Ja, an den könnte es vielleicht scheitern. An dem könnte es vielleicht scheitern. Oh, bitte nur zwei. Bitte nur zwei. Bitte nur zwei. No, schade. I guess, wir müssen in den. Und nein, Jump Kick landen. Fire Punch kommt. Nochmal Rocky Helmet. Okay. Das wird ein sehr knappes 2-0. Das ist eins. Das ist wirklich. Also, ich musste wirklich hier. Ich komme an Grand nicht vorbei, glaube ich. Das ist das Problem. Wenn er jetzt in Grand geht, könnte es sein, dass wir. Alter, das wird das kürzeste. Das wird einer der kürzesten Kämpfe, die es gab, ne? Live Orb. Jetzt wünsche ich mir irgendwie einen Move, den zu hitten, ne? Bullet Punch. Problem ist, der könnte halt. Okay. Puh. Ich
Scarf. Damit ist das, glaube ich, GG. Hat er gewonnen. 1-0. Ja. GG. Oh mein Gott. Das war... Also... ich schreib dir gleich, warum. Ja, das war, glaube ich, ein mega kurzes Kämpfchen. Also das, der Kampf ging nur 10 Minuten. Ich musste halt irgendwie schreiben. Also Gren war halt der Matchwinner hier. Gegen Gren hatte ich leider nicht viel. Da hatte ich halt mit Matchwinner wirklich nicht viel. Also das war... Ich musste halt so offensiv wie möglich agieren. Lando hätte ich hier gerne den Scarf, ehrlich gesagt, gehabt. Den zweiten Scarfer. Aber ich wusste nicht, ob er Flampivian und Alola Knogga mitbringt. Das war halt mein größtes Problem. Ich wusste es halt einfach nicht. Also es war auch so ein bisschen so ein Gamble, ob wir den jetzt brauchen oder nicht. Mit Scarf wäre vielleicht nochmal... Hätte ich vielleicht nochmal die Q ganz gut rausgekriegt. Serena wäre auch super geil gewesen. Aber da hat Albino Sherox Togekiss. Latios, was auch nur so minder gut ist. Deswegen war das ein bisschen problematisch. Also Blaze Fallon kam da halt nicht mehr durch, leider wegen Gren. Ja, wie gesagt, also das Problem an dem Matchup war halt einfach, seine Offensive hat mich hart gepressured, seine Defensive, daran kam ich nicht vorbei. Ich musste schon solche Threats fahren wie Schwerttanz, Explosion, Steel Beam, also mich halb suizidieren, mit Sub-Endeavor-Sachen runterchippen, die ich sonst nicht down bekomme. Und dann gleichzeitig hoffen, dass ich mit Blazeball noch irgendwie durchkomme. Habt nur so semi geklappt. Also es ist jetzt nur ein 1-0 Lose zum Glück. Und ja, dementsprechend GG auf jeden Fall einen guten Sergeant Bishop. Sergeant Cesurio, ich sag immer, ist eigentlich beides okay, weil sein Showdown nix so. Sergeant Cesurio heißt er auf Discord. Deswegen nochmal GG, mein Guter. Es war eine kleine Short Introduction in die RCT. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend am Tag und ein nice Live. Macht's gut.